Auch diese Begegnung zählte für die Weltmeisterschaftsqualifikation. Die Engländer, entschlossen und mit unerbittlicher Härte, trafen aber in Basel auf ein kaltblütiges Schweizer Team, das nach 28 Minuten durch Scheiwiller 1:0 in Führung ging. Ein gelungenes Durchspiel zwischen Soser und Scheiwiller. Scheiwiller verwertete das Zuspiel von Soser souverän. Und nicht ganz zwei Minuten später. Claudio Soser narrte die gesamte englische Abwehr. Corey Clemens war zum zweiten Mal geschlagen. Diese zwei herrlichen Tore sollten die Vorentscheidung vor 40.000 Zuschauern bedeuten. Dies, obwohl die ungeheuer zweikampfstarken Engländer in der zweiten Halbzeit schon nach 10 Minuten den Anschlusstreffer erzielten. Koppel hatte den freistehenden McDermott lanciert.